Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode eines Squad-Builders hier auf dem Kanal. Wir sind am Start mit meinem nächsten Division 1 Squad, der neue Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode eines Squad-Builders. Wir sind wieder am Start hier neue Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Squad-Builder. Wir sind wieder am Start mit einem meiner Teams und ihr erinnert euch vielleicht letztes Mal, als ich Teams vorgestellt habe, waren das meine beiden Division-1-Teams und die waren ziemlich, ziemlich stark. Das war einmal das mit Yevgen Konoplyanka und einmal das mit Claudio Beauvue und Ben Yedda nicht in Form auf der 10 und Batshuayi vorne drin, Nainggolan im Mittelfeld. Die beiden Teams waren ziemlich stark. Ich habe dann das mit Nainggolan verkauft und habe mir gedacht, ey, du baust dir mal ein neues Team. Ich habe mich jetzt schon wieder entschlossen, es zu verkaufen. Ich will es euch trotzdem vorstellen, weil auf dem Papier sieht dieses Team einfach nur unendlich gut aus. Ihr werdet aber im Spiel, das ich euch zeige, beziehungsweise bei den Highlights merken, irgendwas hat da einfach nicht gepasst. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Formation in Kombination mit den Spielern lag oder an mir, dass ich mit dem Team nicht klargekommen bin oder mit einzelnen Spielern. Irgendwie lief es nicht und ich werde gleich nochmal explizit darauf eingehen, warum das der Fall ist. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 700 Likes wären richtig, richtig geil. Links in der Videobeschreibung zu Instagram. Auf jeden Fall gerade für Karrieremodus Interessierte da vorbeischauen. Da geht es unter anderem um Abstimmung für die Karrieremodi, die sonst nirgendwo gibt. Dann auch noch verlinkt in der Videobeschreibung Facebook, Twitter, Instagram, Randyron, alles mal auschecken, würde ich mich drüber freuen. Wir starten durch und zwar mit dem Tor. Wie gesagt, auf dem Papier sieht dieses Team sehr, sehr stark aus. Man könnte es sogar noch stärker machen. Im Tor haben wir Victor von, wo spielt er eigentlich? Mineiro ist es, glaube ich. Ja, der hat ein 80er Rating, ist 1,93 Meter groß, 81 Hechten, 83 Reflexe, 79 Positioning, 79 Ballsicherheit, 69 Abschlag. Sehr gute Allround-Stat, sehr gute Größe, Torwarttyp traditionell ist in Ordnung, starker Fuß links ist auch in Ordnung, kostet absolut nichts der Victor Leandro Baggi. Allerdings ist der Kollege ein bisschen kritisch zu betrachten. Hat mir sehr oft sehr geile Dinge rausgehauen, ist aber spielerisch nicht so nice. Irgendwie sehr schwach, wenn er den Ball mal ja auf den Fuß bekommt. Aber das ist auch ganz normal, glaube ich, heute in diesem Spiel. Ansonsten würde ich ein guter Keeper, den man weiterempfehlen kann. Man könnte beispielsweise Diego Alves reinstellen, aber Victor ist eine günstige Variante und ich mochte den bisher extrem. Von daher steht er da bei mir hinten drin. Dann die Innenverteidigung bestehen einmal aus dem 7-Minute-Squad-Helden Naldo und auf der anderen Seite haben wir Maurizio. Nicht Alan Santos, sondern Maurizio. Das Team ist übrigens natürlich noch links bei Hesel. Gar keine Frage. So, Naldo, Aerial Threat vor dem Herrn, 1,98 groß, Hochmittelarbeitsraten, das ein bisschen negativ, denn das ist für die Defensive nicht so schön. 88 Defending ist dafür sehr nice und auch die sonstigen Stats, 76 Füße kommen durch die Sprungkraft, die nicht so hoch ist und 73 Tempo, ja, ist auch super für so einen riesigen Spieler und auch die anderen Stats mit Dribbling, Shooting und Passen, alle über 60, sogar knapp an der 70 grenzt das Shooting. Dazu das 85er Rating, 4000 Münzen kostet er um den Dreh, 4-Star Week von Hochmittelarbeitsraten ist das einzige Negative, was man an dem so sagen kann und das ist wirklich das Problem, denn er reißt halt Lücken hinten rein. Wenn man ihn zusammen mit einem Verteidigerspieler nicht hochmittel hat, dann sind da immer Lücken und die Abwehrreihe steht einfach nicht parallel. Das wird beim zweiten Tor. Achtet wirklich auf das zweite Tor, wie Maurizio und Naldo da zum Ball stehen und wie Maurizio da den Fehler macht. Beziehungsweise wie er nicht richtig hingeht. Auch so eine Sache von der KI gesteuert, so ein bisschen das Problem, aber das ist auf jeden Fall das größte Problem bei Naldo. Auf der anderen Seite Maurizio, 71 Tempo, 82 Defending, 80 Physis. Dazu 1,85 groß, mittelhoher Arbeitsraten, also eigentlich ein perfekter Innenverteidiger. Dazu hat er übrigens 88 Sprungkraft, irgendwas über die 80 Stärke und auch noch über 80 Kopfballpräzision. Ein ziemliches Monster, hat mir auch gut gefallen, aber dieses Stellungsspiel in Kombination mit Naldo ist halt einfach nicht so optimal und von daher sollte er da vielleicht einfach einen besseren Verteidiger hinstellen, der, okay, besserer Verteidiger wird schwierig, aber einfach beispielsweise einen, Thiago Silva ist schwer, kommt also wegen dem Rest des Teams, aber vielleicht einfach einen, mir fällt gar keiner ein, sorry, Adalan Santos vielleicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gibt es da Alternativen und Hochmittelarbeitsraten sind einfach doof für einen Innenverteidiger. Rechtsverteidiger, da haben wir den ersten Spanier in diesem Team und auch den vorletzten Spanier und zwar ist das Montoya, auf der linken Seite haben wir einen französischen Linksverteidiger und zwar ist das Lavin Kursava, der hat keinen Vertrag mehr, ist aber auch egal, ist ein sehr guter Spieler, 79 Tempo zwar nur, aber 79 Defending, dazu 75 Füße, 77 Dribbling und 76 passen, 69 Shooting, fast alle Werte über 70, ist auf jeden Fall sehr in Ordnung. Hochmittelarbeitsraten, 1,82 groß, angemessene Größe, Linksfuß auf der linken Seite, kann man nicht viel zu sagen. Kostet dafür 2200 Münzen, weil er bei PSG spielt und natürlich die ganze Innenverteidigung verlinkt, aber ist auf jeden Fall in Ordnung. 80er Rating, ist einer der besten Linksverteidiger im Spiel, muss man nicht sonderlich viel zu sagen. Montoya auf der anderen Seite hat mir besser gefallen, weil er offensiv noch stärker ist, leider ein bisschen kleiner, das heißt Kopfballduell nicht so geil, aber dafür halt offensiv mit 86 Tempo, 76 Dribbling, dazu 76 Defending, 76 Füße und 72 passen, sehr, sehr gut. Zwar kann er nicht so gut schießen, aber ansonsten würde
wirklich ein bombastischer Rechtsverteidiger, gerade durch seine Schnelligkeit sehr überzeugend. Die einzige Position, wo man wirklich Schnelligkeit braucht in diesem Spiel, ist die Außenposition und deswegen ist Montoya einfach ein ziemlich guter Außenverteidiger. 700 Münzen kostet der, eine Torvorlage macht in 16 Spielen, die natürlich nicht alle mit diesem Team gemacht habe, aber läuft auf jeden Fall. Kann man so machen, sollte man so machen und war mit einer der besten Spieler in diesem Team gerade in der Offensive. Zentrales Mittelfeld, da kommen wir zur ersten Enttäuschung und zwar ist das Marek Hamšík second in form und auf der anderen Seite haben wir dann einen Sechser und zwar den Strongling zu Naldo und die Verlinkung zwischen Naldo und Kursa war, ich denke mal, ist klar, wer es sein sollte. Es ist Joshua Gilavogi, den ich irgendwo finden muss. Grüße an Lukas an dieser Stelle, wenn du das jemals sehen wolltest. Gilavogi ist in diesem Team auch dabei. Mittlerer Arbeitsrand ist 88 groß, gute Allround-Werte. Zwar sind Dribbling, Shooting und passen eher so Innenverteidiger-Werte, aber trotzdem sieht es nice aus. Erstbesitzer, zwei Vorlagen in 14 Spielen. Ich mag den in Realität sehr gerne, ich mag den auch in FIFA sehr gerne. Das Problem ist, er ist sehr ungelenkig und sehr dribbelschwach. Sein Passspiel ist auch nicht so optimal. Also es ist eher so, dass man mit dem Problem im Spiel aufbaut, aber kämpferisch und defensiv gesehen, eine absolute Bombe. Von daher wirklich ein starker Spieler. Und ich dachte eigentlich, wenn er defensiv die Arbeit macht, kann Hamšík sich auf Offensivspiel konzentrieren. Aber Hamšík war wirklich sehr, sehr unauffällig. 76 Tempo, 86 Dribbling, 83 Shooting, 85 Passen, 62 Defending, 75 Physis. Man hat davon nicht wirklich was gespürt. Kein Tor, eine Vorlage, hohe Mittelarbeit, 383 groß. Keine Forster-Skills, dafür Forster Weakfoot. Aber er hat mir überhaupt nicht gefallen. Kostet zwar nur 25k mit diesen Werten, dank des Team of the Year. Sehr günstig und eine sehr geile Karte an sich. Aber ich weiß nicht, vielleicht lag es am Team. Aber hier drin hat er mir absolut nicht gefallen. Ich kann noch nicht sagen, warum es so war, aber er war sehr langsam, er hat extrem schwaches Dribbling gehabt, war sehr körperschwach, hat sehr viele unnötige Fehler gemacht, sein Passspiel war auch nicht überragend, sein Schuss, ich kam nie mit ihm zum Abschluss, auch ein ganz großes Problem, ich kam nie zum Abschluss und deswegen hat mir Hamšík nicht gefallen. Es ist ein bisschen schade, ich werde ihn eventuell noch mal in einem anderen Team einbauen, aber hier auf jeden Fall nicht so geil und dementsprechend einer der ja quasi enttäuschenden Punkte in diesem Squad. Zehner ist dann ein sehr guter Spieler und zwar ist das der Kollege Dries Mertens, schon seit Ewigkeiten einer meiner Lieblingsspieler in FIFA gewesen, dieses Jahr habe ich ihn das erste Mal jetzt so gespielt, 89 Tempo, dazu hat er 87 Dribbling, 80 Passen und 78 Shooting, zwar nur wenig Physis, aber dafür hochkriegen Arbeitsraten und Forster Skills und Weakfoot, Rechtsfuß 1,69 groß, das Problem bei ihm ist einfach die Physis, das ist ganz klar, er lässt sich oft vom Ball trennen, kann aber durch seine Dribbling-Skills, gerade mit R2, L2 Dribbling, sehr, sehr gut an den Gegner vorbeisliden und hat auch einen sehr guten Schuss, 2 Tore in 5 Spielen ist mit die beste Statistik in diesem Team, denn dieses Team hat nicht viele Tore geschossen, einfach weil ich nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen wurde, ich weiß nicht, irgendwie auch die Arbeitsraten, das Team hat einfach sehr schlechte Stellungsspiel bewiesen und konnte nicht zusammen spielen. Das ist der größte Negativpunkt. An sich, die einzelnen Spieler waren in Ordnung, aber das halt ein bisschen scheiße und bei Mertens war es nicht anders. Der hat wirklich gut gespielt, aber mit den anderen zusammenspielen war halt so ein bisschen kritisch und deswegen haben wir da unsere Probleme gerade bei der Passgenauigkeit und so weiter und so fort. Rechter Flügel ist in Spanien ein weiterer und zwar ein rechter Mittelfeldspieler, so habe ich ihn zumindest gekauft, wie es ausschaut. Und zwar ist das Gerard Deulofeu, momentan bei Everton aktiv, 87er Dribbling, 91 Tempo, sehr, sehr starker Spieler, aber nur eine Vorlage. Der kann halt einfach nicht so wirklich abschließen. Der hat zwar einen einigermaßen ordentlichen Abschluss, ich glaube 70 um den Dreh, sein Passspiel ist auch in Ordnung, aber im Effekt kann er nur rennen und dribbeln. Ich hoffe, die Upgrade-Karte wird ein bisschen besser. An sich gefällt er mir sehr gut, weil er auch relativ groß mit 1,79. Dafür hat er wenig Physis, aber durch dieses Tempo, durch dieses Dribbling und durch diese Geschmeidigkeit, genauso wie halt auch Dries Mertens, kann er sich gut in die Verteidiger rumsliden und ist an sich ein super Spieler. Allerdings ist das Problem halt wirklich, naja, was soll ich sagen? Er ist halt körperschwach und das ist ein bisschen doof. Auf der anderen Seite haben wir dann Paul George, ein deppige Legende fast schon so ein bisschen mit aus dem Newcastle-Karrieremodus, der aktuell bei mir am Laufen ist. Der hat so ein bisschen das Problem, dass seine Physis nicht so wirklich zum Tragen kommt, denn er hat nur 83 Dribbling und irgendwie reicht das nicht ganz aus, um sich vom Verteidiger rumzudribbeln. 91 Tempo ist gut, aber er ist auch sehr schnell außer Puste, das ist ein bisschen schade. Sein Passspiel ist in Ordnung, sein Schuss ist auch sehr gut, aber auch da wieder das Zusammenspiel. Also an sich ein sehr guter Flügelspieler, über den ich mich absolut nicht beschweren kann, hat gute Leistung gebracht, aber das Zusammenspiel war das größte Problem bei den beiden Flügelspielern. Der Stürmer war in den letzten Teams schon immer überragend bei mir, ist einer meiner Lieblingsspieler dieses Jahr und zwar ist das Romelu Lukaku, 82 Tempo, dazu 80 Shooting und 82 Physis, nur 73 Dribbling, ist aber geil, das ist ein absoluter Sturmtank, hat einen extrem starken linken Fuß, sein rechter Fuß auch gar nicht schlecht, mit immerhin 4 Sternen Weakfoot, 1,90 groß, kann Kopfballduelle gewinnen, aber ihm hat er im Stellungsspiel dieses Mal gehabt, was ich normalerweise nicht hatte, Mittelarbeitsraten sind nicht ideal und das hat er einfach auch gezeigt, der Top-Torschütze des vergangenen Jahres in der Premier League ist bei mir sehr, sehr oft einfach in einer falschen Position gewesen, zur falschen Zeit und dementsprechend nicht so torgefährlich gewesen wie in anderen Teams. Ich weiß nicht, vielleicht liegt an der Position in den Arbeitsraten der anderen, beispielsweise das Mertens niedrig hat, dass er ihn immer überlappt. So, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war er nicht so überzeugend wie in anderen Teams. An sich aber trotzdem bombastischer Stürmer und auf jeden Fall für 1000, 2000 Münzen zu haben. Von daher auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin gespannt, wie ich das Team das nächste Mal bauen werde. Ich habe vor, nochmal ein Team mit Inform Hamšík und Inform Ben Yedder zu bauen. Wie ich das Ganze mache, werdet ihr auf jeden Fall früher oder später irgendwann erfahren. Ich hoffe erstmal, dieses Team gefällt euch und ihr habt jetzt Spaß bei den Highlights dieses Spiels, was ich für euch vorbereitet habe. Es war auf jeden Fall ein spannendes und interessantes Spiel. Das kann ich jetzt schon
schon mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Team findet, was ihr verbessern würdet oder wo ihr seht, dass da Spieler ja einfach nicht gut sind oder was ihr irgendwie an der Vorschläge hattet, welche Spieler besser hätten spielen können. Ich werde so oder so verkaufen, von daher ist es nicht so wichtig, aber haut es auf jeden Fall trotzdem mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao. To my house, now there's what it seems. My life is like a roller coaster, trip inside a dream. Come over to my place, see how we be getting down. It's a twisted castle, but inside I wear the crown. Trip to my house. To my house.